meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz neuen Video von mir. Ja, heute kommt ein sehr angefragtes Video, was ich auch wirklich nachvollziehen kann. Und zwar gibt es heute für euch ein Outing-Video. Ich erzähle euch, was für ein Geschlecht wir voraussichtlich bekommen werden. Genau, ich habe mich jetzt hier ganz entspannt mal kurz hingesetzt und mich ganz bequem angezogen. Also falls viele fragen oder irgendwer fragt, das ist ein ganz neuer Hoodie. Der hat hier so voll die schönen Samtbänder. Der ist von H&M, ganz aktuell. Genau, ich bin ganz entspannt in Jogginghose und werde euch jetzt mal ganz kurz erzählen, was der Frauenarzt so gesagt hat. Alle weiteren Infos drumherum um meine Schwangerschaft, was jetzt aktuell so der Stand ist, kriegt ihr in meinem Schwangerschaftsabend, weil ich bin jetzt schon in der 24. Schwangerschaftswoche. Genau, also, ich kann euch das Geschlecht immer noch nicht zu 100% sagen, wobei es so ist, dass ja eine 100%ige Bestätigung man nie bekommt. Wir haben die letzten Termine, also eigentlich immer die Termine, sobald man gucken konnte, ob Geschlecht da war oder nicht, immer nur eine Tendenz bekommen. Und meine Tendenz, also an dem Tag, wo ich erfahren habe, dass ich schwanger war, war eindeutig Mädchen. Ich krieg ein Mädchen. Da war ich ganz, ganz felsenfest von überzeugt. Und ich glaube, vor 3 oder 4 Terminen hatte der Arzt mich mal gefragt, was ich für ein Gefühl habe. Und ich sagte Mädchen, ganz klar. Und da meinte er, ja, er würde das auch so bestätigen. Aber darauf soll ich mir bitte noch nichts, ich sag mal, einbilden. Das ist alles noch nicht so, dass man sagen kann, ja. Und das ist nur eine Tendenz. Okay, dann sind die nächsten 2, 3 Termine vonstatten gegangen und unser kleines süßes Mäuschen, was den ganzen Tag mega aktiv ist, aber sobald der Arzt anfängt zu schallen, am Schlafen ist, ja, liegt entweder so, dass man es wirklich gar nicht sehen kann oder die Beine im Schneidersitz und war halt immer sehr schwer. Und deswegen konnte ich es euch einfach vorher nicht sagen, weil wir es selber noch nicht wussten. Und ich drehe kein Schwangerschaftsupdate, wenn ich nicht eine ziemliche Sicherheit habe, was es wird. Ne? Natürlich kann sich das jetzt immer noch ändern, aber ich denke, jetzt ist so ein Zeitpunkt angekommen, wo ich es mit euch teilen möchte. Und ja, wir bekommen fast zu 100%, also ziemlich sicher, ein Mädchen. Yay! Team Rosa! Nein, überhaupt nicht. Es ist schon wirklich krass, wie viele Leute aus meiner Community, also ich würde schon fast 90% betiteln, sagen, dass ich einen Jungen bekomme. Also das hat mich schon sehr gewundert. Ich habe mich teilweise zwischenzeitlich so gefühlt wie, oh Gott, jetzt kriege ich auch einen Jungen, kriege ich jetzt einen Jungen. Also wirklich, fast 99% haben gesagt, Junge. Ich weiß gar nicht, also irgendwie anscheinend bin ich eine Jungmama, ich weiß es nicht. Natürlich freue ich mich auch über einen Jungen. Also das soll jetzt nicht heißen, dass nur ein Mädchen gewollt ist. Und dieses, ne, von wegen gesund und so und Hauptsache gesund, das erspare ich mir, weil das sowieso klar ist. Aber jeder hat ein Gefühl und jeder hat einen innerlichen Wunsch. Das heißt nicht, dass das andere Geschlecht weniger gewollt ist. Und ja, mich macht es ein bisschen stolz, weil mein Gefühl, also das Gefühl einer Schwangeren dann nicht getäuscht wurde. Und mein Frauenarzt auch meinte, zu 90% stimmt dieses Gefühl der Frauen. Und ja, wir haben, wie gesagt, auf dem Ultraschallbild immer wieder 2 Linien gesehen, was die Schamlippen andeuten sollten, aber mein Arzt hat nie seinen gegeben, ja, ist ein Mädchen, außerhalb beim letzten Termin. Ich würde euch auch gerne ein Foto zeigen, aber ich habe leider keins, weil entweder unser Kind so lag, dass kein Foto einfach machbar war oder ja, es wurde einfach kein Foto gemacht. So. In meinem Schwangerschaftsupdate zeige ich auf jeden Fall ein Foto, weil ich glaube, eins habe ich bekommen, aber damit könnt ihr jetzt vom Geschlecht her jetzt nichts anfangen. Genau. Ja, und ich freue mich sehr und Dennis freut sich auch sehr. Also, wir waren schon von Anfang an ziemlich auf ein Mädchen eingeschossen, komischerweise. Und die Klamotten, die ich immer hier habe und zeige auf Instagram, die haben gar nichts auszusagen über ein Geschlecht. Also, ich habe angefangen, Babyklamotten zu shoppen, wo ich noch lange gar nicht wusste, was es wird. Und ich möchte dazu sagen, dass ich keine typische Mädchenmama sein werde. Also mein Mädchen wird grau, schwarz, grün, grau und sowas auch sehr viel tragen. Ich mag rosa und pink, aber ich mag nicht so viel davon. Also mal hier und mal da ist ganz schön, aber ich bin eher so die übergreifende Mama, die ihrem Kind alles anzieht. Und ich finde, jedes Kind kann tragen, was die Mama will. So,
Weil da auch viele spekuliert haben wegen der Kleidung. Also das hatte mit dem Geschlecht noch gar nichts zu tun. Ja, jetzt kaufe ich so ein bisschen ein, wo ich denke, okay, das ist für ein Mädchen ganz schön. Aber gut, wenn am Ende ein Junge bei rauskommt, freue ich mich genauso. Und dann kriegt er halt die Klamotten angezogen. Dann ist es halt so. Aber wir freuen uns sehr. Dennis wird ein toller, toller Mädchenpapa werden. Er freut sich jeden Tag mehr. Das merkt man. Und ja, gerade jetzt, wo man das Kind jeden Tag so extrem spürt, ist es einfach schön. Ihr seht, ich sitze im zukünftigen Babyzimmer. Es ist hier immer noch Chaos, wie ihr im Hintergrund auch sehen könnt. Das liegt ja daran, dass wir eine neue Küche gekauft haben. Und wir noch so dabei sind, hier alles ein- und auszuräumen. Und dieses Zimmer wird dann jetzt langsam umstrukturiert. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich übermorgen mein Kind zur Welt bringe. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Und deswegen nach und nach. Wie ich das Zimmer gestalten werde, oder wir, das weiß ich noch gar nicht. Also ich habe ja schon die Kinderzimmermöbel, die sind super schön und super schlicht. Das heißt, da kann ich mich voll austoben, aber ich habe wirklich, ehrlich gesagt, noch keine Ahnung. Und auch nicht, ob die Wand hinter mir dieses Grau behalten wird oder ob ich es umstreiche oder... Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall freue ich mich unglaublich, dass Dennis und ich ein Mädchen bekommen werden. Den Namen haben wir ja schon lange. Wir haben im Ansatz immer noch keinen jungen Namen. Wir werden auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und einen jungen Namen uns noch parat legen. Und ja, genau. Wir freuen uns einfach unglaublich und kriegen eine wunderschöne und wunderhübsche Tochter. Oh, Leute, dieses Niesen, das zieht mir unglaublich in meinen Bauch. Ich denke mir jedes Mal, mein Kind muss sich so erschrecken, so, Gott, was macht die da? Das war es halt, wie gesagt, auch mit dem kurzen, knackigen Outing-Video. Ich wollte euch einfach nur mitteilen, dass wir ein Mädchen bekommen und voraussichtlich, also ich möchte das nochmal in aller Deutlichkeit sagen, voraussichtlich. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch und lasst mir wie immer gerne Feedback da. Und ja, wenn ihr Bock habt, lasst doch mal Namensvorschläge für Jungen da, ja, wenn wir schon mal beim Thema sind, weil wir absolut keinen haben. Genau, ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen und ich würde sagen, passt bitte auf euch auf, weil ich tue es auch. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei meinem nächsten Video wieder. Ich liebe euch, macht's gut, bye bye.